und herzlich willkommen bei Crystal is Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig, richtig leckeres Mango-Chutney. Also ich finde, dieses Rezept passt perfekt in den Sommer rein, denn es schmeckt super fruchtig und auch total würzig. Also wenn man das zubereitet, riecht die ganze Küche absolut fantastisch. Und es passt natürlich auch perfekt zur Grillsaison. Aber nicht nur zum Grillen, sondern auch so, finde ich, passt es perfekt als zur Fleischbeilagen oder als Soßengrundlage. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für unser Mango-Chutney benötigen wir einmal Olivenöl, weißen Balsamico, dann Wasser, eine Zwiebel, die habe ich schon mal geviertelt, eine Knoblauchzehe, ein Stück Ingwer, die habe ich auch schon mal geviertelt, eine reife Mango, oder beziehungsweise einen Mango, und wenn die reif ist, schmeckt sie natürlich besser. Die ist schon mal schön fein gewürfelt, wie ihr seht. Eine kleine Paprika, die habe ich auch schon mal fein gewürfelt. Und außerdem noch eine Reihe an Gewürzen. Einmal Paprika edelsüß, Curry. Da habe ich mich im Übrigen für das indische Curry entschieden. Außerdem benötigen wir noch Zimt, Pfeffer, Salz und ein bisschen gemahlene Nelken. Ich habe mich jetzt für die Zubereitung im Thermomix entschieden, weil hier die Herstellung einfach nur super einfach und super fix und schnell geht. Aber ihr wisst, ihr könnt das natürlich wie immer auch alles einfach auf dem Herd in der Pfanne zubereiten und da drin köcheln lassen. Und ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt los. Und als erstes geben wir nun die Zwiebel, Knoblauch und das Ingwerstückchen in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und schaben dann alles mit dem Spatel nach unten. Jetzt geben wir das Olivenöl hinzu und dann lassen wir den Thermomix für 3 Minuten auf 100 Grad auf die Rührstufe erhitzen. Jetzt löschen wir das Ganze mit Wasser und Essig ab, geben dann alle Gewürze hinzu und lassen das Ganze auf Stufe 3 kurz vermischen. Jetzt gebe ich die Paprikastücke hinein und lasse das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern, schiebe dann alles mit dem Spatel nach unten. Jetzt geben wir einfach nur noch die Mangowürfelchen hinzu und dann stellen wir den Thermomix auf 20 Minuten 100 Grad Stufe 2 und dann sind wir auch schon fertig. Also eine Sache kann ich euch versprechen, wenn ihr das riechen würdet, würdet ihr das bestimmt sofort nachmachen und abgesehen davon auch aufessen. Ich glaube ja. Also wir lieben dieses Rezept, beziehungsweise ich liebe es wirklich total. Es ist wirklich im Sommer mein absolutes Lieblingsgericht abends, wenn man da so einen leckeren Mango-Chutney-Streifen auf den Teller macht, dann mit leckeren Hähnchenstückchen serviert. Schmeckt das, sieht das aus wie in so einem Sterne-Restaurant. Und schmeckt wirklich super, super lecker. Sogar meinem Schatz. Das heißt denn sogar? Also mein Schatz ist auch nicht so kompliziert. Aber also wie gesagt, macht's bitte, 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 bitte nach. Könnt ihr das Mango Chutney auch in so kleinen Gläschen, in so Weggläschen für eine größere Portion oder in noch so kleineren abfüllen und so hält es sich auch im Kühlschrank, denn man braucht ja immer nur so ein bisschen davon und wenn man das in so einer großen Schale aufbewahrt, ist es ein bisschen too much. Also ich würde es lieber in so kleinen Gläschen abfüllen, dann brauchte ich auch keine Sorgen zu machen, dass der Rest irgendwie schlecht wird. Und das Rezept schreibe ich euch natürlich wie immer in voller Länge auf meinen Blog. Alle Sachen, die ich hier benutzt habe als Helferlines, die schreibe ich euch auch unten drunter und verlinke euch meinen Shop. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!